Hier werden wohl die Waren der Händler aufbewahrt. Hier ist er schon. Ich muss mich in Acht nehmen. Ui. Ein kleiner Boys hier. Wir machen es einfach. Und tschüss. Der überlebt das, ernst? Aber jetzt. Das schmeckt. Ja. Boah, finde ich auch so geil. So, wie komme ich denn jetzt hier rüber? Scheiße. Was ist denn hier drin? Lux! Eine Luxpfote. Brauche ich sogar. Oh ja, noch mehr? Du bist ja gar nicht eingeladen, du Schwanz. Hau rein. So. Ey, noch einer? Boah, jawohl. Das schmeckt. So, na gut. Wie komme ich denn jetzt darüber? Hier? Nee. Hier war ich auch schon drin. Da gab es mal irgendwie ein Rüstungsstück. Moin. Geh mal wieder raus. War's wieder umsonst. Check doch gar nichts, Alter. Bist du ein Gegner oder laberst du bloß? Nein. Ich hab da den Hafenspeicher jetzt gefunden. Was willst du denn? Das Lager wird von der Roten Hand gut bewacht. Glückwunsch. Der Orden hat ein Interesse an diesem Hafen. Die Beschwerden der Händler scheinen den Rat nie erreicht zu haben. Gibt's noch irgendwas für uns hier? Nö. Ja, Pfeile. Ja, okay. Beschlagnahmte exotische Waren. Die sind viel wert. Das könnte ein Anreiz für die Rote Hand sein. Vielleicht wollen sie Reichtum anhäufen. Eventuell. Jo. Den Stich einer Nadel. Ich bin auf der Spur. Also, der was? Hafenmeister halt den, die Fracht an. Halte nach mit schwarzen stoffbehangenen Ständen ausschau. Die Beteiligten sind mit schwarzem Stoff markiert. Vielleicht errege ich Ihre Aufmerksamkeit, wenn ich auf dem Markt etwas Silber herumzeige. Also, der Hafenmeister zieht die Fracht ein und verkauft sie über die Händler auf dem Markt. Die Beteiligten sind mit schwarzem Stoff markiert. Vielleicht errege ich Ihre Aufmerksamkeit, wenn ich auf dem Eva, Markt etwas Silber herumzeige. Der Körper Rigato-Markt. Och nee, das sind schon der Boys, Alter. Verkackt! Scheiße! Und tschüss. Ach, das ist. Stampfen. So, mit schwarzem Stoff. Ich zeige den Händlern etwas Silber. Das sollte ihr aufmerksam. Hallo, meine Gute. Ich habe so viel Silber, dass mein Schiff zu sinken droht. Hilfst du mir, es auszugeben? Sei leise, ja? Man wird dich umbringen, wenn du so angibst. Vor allem in dieser Gegend. Ach, bleib locker. Mark, wenn ich mich nicht an den Ständen umsehen kann, um meinen Gewinn zu verprassen. Du willst dein Silber loswerden? Versuch es in den engen Gassen. Jetzt verschwinde! Der Körper Regatta Markt. Ich zeige den Händlern etwas Silber.
Was ist denn mit der Grafik los, alles? Scheiße, ist ja die PlayStation rein oder was? Willkommen, Regatta-Markt. Ich zeige den Händlern etwas Silber. Das sollte ihre Aufmerksamkeit erregen. Ja, hier. Ich hörte, dass auf diesem Markt eine Menge Silber umgesetzt wird. Ich habe etwas, das für dich von Interesse sein könnte. Dann musst du mit Grigori sprechen. Dem Hafenmeister? Entschuldigung, wer bist du? Jemand, der Geschäfte machen will. Mit Grigori. Dein Gesicht ist mir unbekannt und ich habe schon zu viel gesagt. Bitte geh. Hast du da eben von Silber gesprochen? Ich möchte eine größere Menge ausgeben und es nicht an Straßenbettler verschenken. Ah, ich bin kein Bettler, du Depp. Ich bälle mit den großen Hunden. Du meinst die Nadel? Du hast etwas, das er will. Wenn du wirklich Handel treiben willst, geh zu der Statue in der Nähe des Osttors. Na gut. Und du passt auf dich auf, Rotznase. Wer, ich? Bitte. Ich habe ein größeres Schwert als die meisten. Natürlich, mit deinem kleinen Dolch, Alter. Strecke deine Flügel, Sühne. Am Osttor. Da haben wir's. Hey, hab ich nicht gerade eine Markierung gesetzt? Na genau. Jetzt. Warum das nicht gleich geht, Alter? Rennen sollst du. Suche die Nadel auf, sein Versteck ist nahe einer Statue östlich des Marktes. Leere Wagen. Hier? Stoff markiert das Haus. Schlüssel haben wir schon. Versteckst dich unter den Ratten. Was? Das passt ja. Woher auch immer. So. Erkunde die Kloake. Es muss einen anderen Zugang geben. Naja, hier oben. So. Die werden sofort angreifen. Der Klang von Metall. Eine Werkstatt in der Kloake. Was treibt die Nadel nur? All das Silber hier, teilweise noch verpackt. Ich frage mich, ob es auch eingezogen wurde. Da bin ich schon mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Tu das nicht! Du bekommst dein Silber nächste Woche! Hau rein. Gibt's noch irgendwelche Boys? Nimm erstmal das ganze Silber mit hier. Krass. Oh! Wo kommst denn du her? Reflexe waren da, Alter. Boah, wow, da wirft gleich sein Schild. Letztes Mal behalten. So, was soll man denn jetzt hier erkunden? Was ist denn da los? Hau rein. Hast du nicht mitbekommen, dass ich da bin, oder was? Ja, zwei Holzbeine. Ah, guck an. Naja, geht's schon wieder raus. Das wollen wir doch noch. Alter, was hier los ist? So, gibt's irgendwas Cooles hier oben? Irgendein Schriftstück? Naja. Ja, moin. Da unten ist es.
Dabei einen Schlüssel. Und weiter geht's. Überrascht mich nicht, dass du dich hier unten herumtreibst. Du? Du hast hier nichts zu suchen. Wir führen einen ordentlichen Hafen in Joppa weg. Das waren deine Worte. Und doch schwimmst du hier im Silber von all den Waren, die du eingezogen hast. Bist du die Nadel oder nur ein weiterer seiner Schergen? Du weißt gar nichts. Ah, das ist doch bestimmt das Oberhaupt des Ordens. Irgendjemand muss das alles wieder zusammenflicken. Jemand mit einer starken und auch ruhigen Hand, der einen Faden einfädeln kann. Jemand wie ich. Du bist ein lausiger Poet, doch meine Frage wurde beantwortet. Ja, wir haben alle unsere Schwächen. Deine scheint das Eisen zu sein, das zwischen uns steht. Glaubst du, deine Männer könnten mich aufhalten? Ich halte es nicht für unmöglich. Die rote Hand ist uns treu ergeben. Das ist mehr, als ich von den Händen behaupten kann. Hat der Hund, geil. Der Wolf oder wie immer. Wir treffen uns auf dem Marktplatz, wenn ihr fertig seid. Hey! Kann wir vielleicht Zähne spüren? Toll, wie der geile Hund, Wolf. Komm ich denn jetzt mal auf Hund? Ah, du bist schon platt. Hund ist tot, sind alle verbrannt, der lebt noch. Hau rein. Das war's. Stelle die Nadel auf den Kopari Garda Markt, okay. Boah, gibt's da was Schönes für mich? Nö. Nee. Dann noch irgendwas einstecken. Na komm, ich hab keine Zeit. Hau rein. Wie komm ich denn jetzt hier wieder raus? Ich glaub hier rum, genau. Ja, es war klar, dass ich wieder ein paar Boys hier mit umbringen, die damit nichts zu tun haben. Ein weiteres auch für die Dekronisation. Nein, ich lasse es lieber. Hier gibt's noch ein. Was? Oh, Alter. Psch, muss er raus? Ja, komm schnell raus. Kein Plan, wie komm ich denn hier wieder raus? Ey, du nervst. Boah. Bounce. Ja, das war auch schöner Finisher. Ich glaube, hier drüben. Oh, treff doch! Der Arschling! Ja, wissen wir schon. Jetzt holen wir uns noch den anderen Boy. Geht's denn hier lang? Sehr schön. Na komm, begleite mich. Bewegung tut dir gut. Grigori, genieß die frische Luft, den Anblick, die Geräusche, die Gerüche. Bitte, Grigori, ich dachte, das macht dir nichts aus. Es waren nur ein paar Münzen. Ich verstehe. Es war nicht dein Fehler, sondern meiner, weil ich dachte, du hättest mehr als Luft zwischen den Ohren. Ach komm. Ich habe dir so viel Silber gegeben, dass ich meine Kinder nicht mehr ernähren kann.
Von mir ganz zu schweigen. Bitte, sei gnädig. Oh Gott. Natürlich springt dann um, oder? Ich versprach euch eine Zukunft voller Gelegenheit. Und was wollte ich im Austausch dafür? Erinnert ihr euch? Treue. Ja, Treue! Möge dies als Lektion dienen, falls noch jemand auf die Idee kommt, meine Tätigkeiten zu stören. Dieser Ort wird gut bewacht. Hat ihm jetzt überhaupt jemand zugeschaut? Sterben? Boah, was? So, mal schnell alle ausgelöscht. Und du machst ja gar nichts, oder was? Ah, du kannst dich da doch bewegen. Das ist so schlecht. Das ist einfach so schlecht. Steht der Typ dort da, macht einfach nichts. Als Kind dachte ich, Schneeflocken wären Gottes Tränen. Ah, mindestens. Durch unsere Sünden. Geschwächt vom Hunger, starrte ich in den Himmel und hoffte, dass er für mich weint, dass er mich retten wollte. Aber Gott rettete mich nicht. Die kam er schon. Er brachte mich in ein schönes Haus, gab mir reichlich zu essen, ein warmes Bett. Zum ersten Mal reichte mir jemand die Hand und zeigte mir Güte, Mitgefühl. Und dann leistete ich einen Eid. Ich schwor, den Mann nie zu verraten, der für mich da war, als Gott sich abwendete. Also hast du der Kammer gedient, obwohl du wusstest, woran er beteiligt war. Der Orden sorgte dafür, dass ich... Immer der Odin, Alter. Zum Dank bewahre ich die Stadt vor der Selbstzerstörung. Eine Lebensschuld ist ein starker Antrieb. Sie übernahm den Huger dieses Mannes, halt ihn und ließ ihn nie wieder los. Doch nicht mit demselben Mitgefühl, das dir gezeigt wurde. Zu viele mussten für das Erreichen deiner Ziele leiden. Du hast recht. Vielleicht verdiene ich diesen Tod. Aber ich bin nur ein Zahn in einem großen Rad. Und das dreht sich unvermindert weiter. Nicht mehr lange. Wo du jetzt bist, werden keine Tränen auf dich warten. Hier ist gleich noch einer. Bleib bei mir! Es ist fast geschafft! Stampfen! So, Stichen die Nadel abgeschlossen, jetzt warten wir noch den Finisher ab und hau rein.